Wir sind hier auf dem Elmo-Stand auf der ISI 2017 und bei mir ist der Dr. Sven Mathiesen, der hier den neuen Elmo MX1 Visualizer vorstellen möchte. Vielleicht erzählen Sie uns doch noch mal kurz ein bisschen was dazu, warum Elmo jetzt so auf das Thema 4K setzt. Ja, wie gesagt, das ist der erste 4K-Visualizer jetzt auf dem Markt und es gibt eben aber eine große Nachfrage nach 4K-Kameras und insofern versuchen wir natürlich auch diese Nachfrage zu bedienen, weil es eben auch immer mehr Abspielgeräte respektive Monitore gibt, die eben 4K-Auflösung bieten und dementsprechend haben wir jetzt die passende Kamera dazu. Und Sie würden dann auf jeden Fall auch ein entsprechendes Abspielmedium, sprich Projektor oder Display, mit 4K-Auflösung empfehlen, damit das Bild auch in seiner, ich sag's mal, vollen Pracht zur Geltung kommt. Genau so ist es, ja. Also das macht auf jeden Fall Sinn, weil nur dann kann man die Kamera wirklich auch optimal nutzen oder ihre Auflösung optimal auch zeigen. Apropos Auflösung, wir haben jetzt hier gerade mal etwas aufgebaut, sage ich jetzt mal, wo wir uns auf dem Bild mal die Feinheiten dieser Note anschauen können. Vielleicht möchten Sie ja noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Ja, das ist jetzt eine 20-Pfund-Note mit der Queen aus ihren jüngeren Jahren. Und man kann eben hier schon sehr schön sehen, das ist jetzt der obere Monitor, ist ein 4K-Monitor. Und man sieht eben hier wirklich jedes noch so kleine Detail auch in den Augen der Queen. Man könnte, wenn ich jetzt hier ein bisschen rüber gehe, sogar sehen, dass hier in diesem Gebäude, wenn man ganz dicht ranzoomt, 20 Pounds geschrieben ist. Das ist mit bloßem Auge also völlig unmöglich zu sehen. Das heißt, man hat hier wirklich die Möglichkeit, Feinheiten und Details von Bildern zu sehen, die man mit einer anderen Kamera so nicht sehen kann. Da erkennt man dann direkt den Vorteil der 4K-Kamera. Und was man natürlich auch noch sagen muss, die MX1 ist ja wirklich sehr portabel, wie wir sie hier sehen. Genau. Sie passt ja praktisch in die Jackentasche. Die passt in die Jackentasche und nicht nur, weil sie so klein ist, sondern auch, weil sie so leicht ist. Also wiegt ungefähr 500 Gramm. Das heißt, man kann sie bequem von zum Beispiel Klassenraum zu Klassenraum transportieren und merkt kaum, dass man sie in der Tasche hat. Sie ist wunderbar ausklappbar und auch wieder zusammenklappbar. Ja. Und insofern wirklich eine sehr schöne mobile Kamera auch. Ja. Da sage ich doch vielen Dank für die Informationen zur Elmo MX1, der neuen 4K-Kamera von Elmo. Und wir hoffen, euch hat das Produkt genauso gefallen wie uns.